Am Euro-Dollar-Markt deutet sich gerade eine massive Dollarknappheit und damit auch ein Crash ab. Dieser wird aber nicht besprochen und deswegen dieses Video, damit ihr Bescheid wisst über den Crash oder die Dollarknappheit am Euro-Dollar-Markt. Wenn wir vom Euro-Dollar sprechen, spreche ich nicht davon, wie sich der Euro und Dollar im Exchange-Rate bewegt. Davon hatte ich ja vor einer Woche gesprochen, als der Euro so bei 1,19 Dollar, 1,18,5 Dollar stand und gesagt, hey, der Dollar wird stärker werden und das sagt euch niemand. Und ja, wusste ich natürlich nicht, dass ich genau diesen Punkt getroffen habe, wo es dann zurückgeht. Aber heute sprechen wir eben nicht über den Wechselkurs, sondern neben den Dollar, die ja in den USA im Geldsystem sind, gibt es extrem viele Dollar in der ganzen Welt. Wie kommt das dahin? Naja, US-Kredite werden an Banken in der ganzen Welt vergeben oder US-Banken geben Kredite an Firmen in der ganzen Welt, die nicht in Amerika sitzen oder nicht im Dollarraum sind. Investitionen von US-Firmen im Ausland können natürlich auch dazu führen, dass US-Dollar ins Ausland verbracht werden. Importe von Waren aus dem Ausland in die USA führen natürlich auch dazu, dass oft die USA in Dollar bezahlt. Und letztendlich auch der Tourismus von US-Bürgern in der ganzen Welt führt dazu, dass Dollar in die Welt kommen. Und mittlerweile ist es ja so, dass sehr, sehr viele Länder, das hatte ich ja in ein paar Videos vorher schon angesprochen, sehr stark dollarisiert sind. Manche haben den Dollar praktisch als offizielles Zahlungsmittel, wie zum Beispiel Panama oder auch Ecuador. Andere haben ihr eigenes Zahlungsmittel, das aber sehr, sehr eng an den Dollar gekoppelt ist, wie zum Beispiel Hongkong. Und viele Länder, die zwar eigentlich offiziell nichts mit dem Dollar zu tun haben, in diesen Ländern werden doch viele Transaktionen mit Dollar gemacht. Also in fast allen Ländern Südamerikas spielt der Dollar weiterhin eine sehr große Rolle, egal ob das jetzt zum Beispiel in Kolumbien ist. Wer da sich eine große Villa kauft, der bezahlt sowas häufig in Dollar. Und zudem wird natürlich auch Öl weltweit in Dollar abgerechnet. Das Problem jetzt ist, oder die andere Sache ist, die Nachfrage von US-Dollar in der Welt. Ja, man braucht Dollar, um eben Dollarkredite zurückzuzahlen. Man braucht Dollar, um Importe aus den USA oder auch anderen Ländern zu bezahlen und so weiter. Und diese Angebot und Nachfrage, bewegt sich unterschiedlich und in den letzten Jahren gab es einige Punkte, die eigentlich zu einer deutlichen Dollarstärke führen sollten. Nämlich, es gab ja diese US-Steuererleichterungen oder Steuersenkungen, die dazu geführt haben, dass viele Firmen, die sehr viel Geld im Ausland hatten, dieses Geld repatriiert hatten. Das heißt, viele Dollar sind von Bankkonten, die die US-Firmen, also sowas wie Apple, Facebook und so, hatten sehr viel Geld auf ausländischen Bankkonten liegen in Dollar und diese wurden dann zurückgeführt in die USA wegen diesen Steuererleichterungen. Das hat dazu geführt, dass natürlich weniger Dollar im Ausland unterwegs waren und mehr in den USA. Die Importzölle im Zuge dieser ganzen Trumpschen Handelspolitik wurden erhöht, was auch dazu geführt hat, dass vielleicht die Importe etwas minimal zumindest zurückgegangen sind. Die Kreditsummen haben schon weltweit ein hohes Niveau erreicht. Nicht unbedingt so sehr im Euroraum, wo häufig die Kreditniveaus zurückgegangen sind im Vergleich zu der Situation von vor 8, 7, 8, 10 Jahren. Aber wir hatten gesehen, dass in der Türkei die Privatverschuldung im Vergleich zum BIP sehr stark angestiegen ist. Das Gleiche sehen wir in Kolumbien, das Gleiche sehen wir in Mexiko. In sehr, sehr vielen Ländern ist diese Privatverschuldung im Vergleich zum BIP stark angestiegen die letzten 10 Jahre. Und das würde natürlich auch praktisch geschoben durch diese ganzen Dollar, die dort im Umlauf sind. Wenn man aber jetzt wieder diese Schulden zurückzahlen muss, dann braucht man erstmal Dollar, um diese Schulden zurückzuzahlen. Und das führt zu einer erhöhten Dollarnachfrage. Die andere Problematik ist der Rückgang der Ölpreise. Auch da ist ja eine Sache, wo viele Dollar in einige dieser Länder reingespült wurden und seit 2015 ist es ja sehr stark zurückgegangen. Das haben manche dieser Länder, zum Beispiel auch Russland, stark gemerkt, wo dann die eigene Währung abgewertet hat. Und jetzt 2020 gab es nochmal ein paar Punkte, die im Euro-Dollar-Bereich einem Crash eigentlich vorangehen. Erstens der Rückgang der US-Nachfrage
durch Corona, die Leute kaufen einfach nicht mehr so viele Sachen ein, außer Nahrungsmittel, und die kommen natürlich vor allem aus den USA. Auch die Elektroniksachen sind teilweise gut gelaufen, so Streaming von Netflix. Da ist auch nicht so viel im Ausland passiert. Viele ausländische Waren werden eben nicht mehr so stark nachgefragt. Zugleich gibt es einen extremen Rückgang vom amerikanischen Tourismus. Also Regionen, die stark vom Tourismus abhängen, wie zum Beispiel Mexiko, teilweise vielleicht auch Kolumbien, Dominikanische Republik, aber auch manche europäischen Länder kommen hier in die Bredouille. Die europäischen Länder finanzieren sich vor allem in Euro, auch die Privathaushalte und Unternehmen in Europa finanzieren sich durch den Euro. Also ist das relativ irrelevant für das interne Finanzsystem. Aber in Kolumbien läuft das Bankensystem zum großen Teil zumindest auf Dollar. Und wenn dort dann Touristen ausbleiben, die viele Dollar ins Land bringen, dann hat das Auswirkungen direkt auf die ganze Finanzmarktstabilität. Der dritte Punkt: Es gibt viel höhere Zinsen für riskante Kredite. Es wird ja oft gesagt, ja, die Zinsen sind stark gesunken. Das stimmt natürlich auch, wenn wir uns die Leitzinsen ansehen, und es stimmt, wenn wir uns die Zinsen auf Bonds von Deutschland, von den USA und so weiter ansehen. Wenn wir uns aber sehen, wie sich Privathaushalte oder kleine und mittelständische Unternehmen im Euro-Dollar-Bereich jetzt, was die für Zinsen zahlen müssen, dann ist das viel, viel höher als noch vor 2 Jahren. Das heißt, kleine mittelständische Unternehmen in Peru, Chile, Kolumbien, die sich jetzt in Dollar neue Kredite beschaffen möchten, müssen viel, viel mehr bezahlen, und die Kreditbedingungen sind viel härter geworden. Und der nächste Punkt ist, es werden teilweise eben auch keine neuen Kredite an solche Firmen vergeben, weil die Banken extrem restriktiv geworden sind. Natürlich leihen die Banken gerne das Geld an größere Staaten, insbesondere so den USA, aber desto riskanter es wird und desto weiter man weg ist praktisch vom Zentrum des Finanzsystems, desto schwieriger ist es, an neue Kredite zu kommen. In den USA ist die Federal Reserve teilweise eingeschritten. Sie hat gemerkt, es ist zu teuer, neue Kredite zu bekommen. Deswegen kaufen wir High Yield Bonds. Das hilft insbesondere natürlich amerikanischen Firmen, die solche und sehr großen amerikanischen Firmen, die solche Bonds ausgeben. Kleine und mittelständische Unternehmen in Kolumbien profitieren davon nicht, sondern sie sind jetzt extrem von einer Kreditklemme betroffen und müssen einfach irgendwie an Dollar kommen, um diese alten Kredite zurückzuzahlen. Schon 2013 hat die Fed mit den großen befreundeten Bundesbanken oder Zentralbanken Swaplines eingerichtet, damit diese Banken an Dollarliquidität kommen. Insbesondere natürlich die Europäische Zentralbank, aber auch die Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan und die Schweizer Nationalbank. Also man hatte hier etwas geschaffen, damit die großen freihandelbaren Währungsräume dann wirklich auch mit Dollar versorgt sind. Deswegen sehe ich dieses Risiko des Euro-Dollar-Crashs in Europa eben viel geringer. Hier wird nicht viel in Dollar finanziert, und wenn, kann die EZB hier auch Dollar zur Verfügung stellen. Und 2020 im Zuge dieser Krise hat die USA und die Fed gemerkt, es gibt hier viel, viel mehr Nachfrage in der ganzen Welt. Und wenn wir nicht wollen, dass das ganze Euro-Dollar-System zerbricht und es eine extreme Dollar-Nachfrage gibt und einfach keine Dollar auf dem Markt sind, dann müssen wir viel mehr Ländern hier Dollar zur Verfügung stellen. Und deswegen hat man 2020 im März mit vielen weiteren Staaten das gemacht, mit Brasilien, Mexiko, Australien, Neuseeland, Korea, Singapur, Schweden, Dänemark und Norwegen. Aber trotzdem gibt es so viele andere Staaten, die eben nicht da reinfallen. Deswegen glaube ich nicht, dass damit mit diesen Swaplines schon alles abgegolten ist. Und selbst wenn jetzt Staaten wie Panama, Ecuador, Kolumbien, Peru und so weiter solche Swaplines hätten, dann könnte das immer noch so sein, dass es eben nicht bei den KMUs ankommt oder nur sehr, sehr schwer ankommt. Also, Fazit: Der Euro-Dollar-Markt steht vor einer sehr, sehr stressvollen Phase, vielleicht vor einem Mini-Crash. Und das wird sich natürlich auswirken auf die Banken, die in diesen Bereichen tätig sind, und auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo wiederum sehr, sehr viele
Einkommen dranhängen, sehr viele Arbeitsplätze hängen da dran. Also ich glaube, wenn nicht kurzfristig mehr Dollarliquidität in die Welt gebracht wird, gibt es hier eine massive Dollarverknappung in diesen Ländern. Und ich glaube, die Federal Reserve hat auch gemerkt, dass sie mit ihrem Latein relativ am Ende ist und dass wir vor einem deflationären Schock stehen. Deswegen ist ja Mnuchin und Powell, Jay Powell von der Federal Reserve, Mnuchin von der US-Regierung vor den Kongress getreten und hat gesagt, bitte, bitte bringt euch irgendwie zusammen, rauft euch zusammen, egal ob ihr Demokraten oder Republikaner seid. Wir brauchen jetzt hier ein neues Paket, dass ihr mehr Geld aus der Staatskasse an die Haushalte und kleinen und mittelständischen Unternehmen in den USA gibt. Und das passiert aber im Moment nicht. Aber und selbst wenn das passiert, bis das dann ankommt, durch verschiedene Effekte in Kolumbien bei einem kleinen Unternehmen, das da Kaffee irgendwie entwickelt oder so. Das wird ewig dauern. Das heißt, es ist fast keine Möglichkeit mehr, das jetzt noch umzudrehen. Und ich kann nur sagen, seid vorsichtig, insbesondere wenn ihr jetzt in Ländern investieren wollt, wo der Euro-Dollar eine sehr, sehr große Rolle spielt. Damit zurück zu euch. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen in diesem Sinne. Und vielen Dank für die guten Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.